Die 37-jährige Virginia Raggi ist die neue Bürgermeisterin von Rom. Sie gehört zur Fünf-Sterne-Protestbewegung des früheren Star-Komikers Beppe Grillo. Mit 67,15% der Stimmen gewann sie am Sonntag gegen Roberto Giacchetti, den Kandidaten der Partei des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Renzi. Unser Gast bei The Global Conversation, Virginia Raggi, die neue Bürgermeisterin von Rom, herzlichen Glückwunsch. Meine erste Frage, was sind die beiden ersten Dinge, die Sie tun werden, wenn Sie Ihr Büro beziehen? Wir müssen das Problem der Geldverschwendung angehen, das sich auf 1,2 Milliarden Euro pro Jahr beläuft. Wir müssen diese Gelder zurückholen und den öffentlichen Diensten nutzen. Und dann müssen wir die Verhandlungen über die Verschuldung Roms angehen, die sich auf 13 bis 16 Milliarden Euro beläuft. Wir müssen eine Anhörung abhalten, um genau festzustellen, was in die von der Regierung gebildete Kommission geflossen ist. Und dann müssen wir den Zinssatz neu verhandeln, denn heute sind die Kosten bei 0% und wir können den Zinssatz, der 2008 ausgehandelt wurde, nicht mehr zahlen. Sie müssen mit der Regierung Renzi verhandeln und mit seiner demokratischen Partei, mit der es im Wahlkampf verbale Zusammenstöße gab. Das könnte alles noch komplizierter machen. Nicht von meiner Seite. Ich habe immer gesagt, dass ich mir eine loyale und aufrichtige Beziehung mit den anderen Institutionen wünsche. Und von meiner Seite aus gibt es dazu maximale Bereitschaft. Ich habe erklärt, dass ich den Wahlkampf der Demokratischen Partei, der ja besonders gegen mich mit Härte geführt wurde, nun gut beenden werde. Für mich ist das kein Problem. Wir fangen nun wieder von vorne an, im Interesse Roms und der Römer. Ich erwarte die gleiche Ernsthaftigkeit von den anderen Institutionen und von Seiten des Ministerpräsidenten. Möchten Sie klarstellen, was 2012 geschehen ist, als Sie eine öffentliche Stelle rechtlich beraten haben und dieses Einkommen erst 2015 deklarierten? Während des Wahlkampfs sagten Sie, Ihre Gegner würden Sie mit Schlamm bewerfen. Aber jetzt sind Sie Bürgermeisterin und die Wähler möchten Antwort. Transparenz, das ist doch Ihre Stärke. Es war keine Rechtsberatung, sondern ein Einsatz als Rechtsbeistand, also etwas ganz anderes. Als solcher sollte ich ein Urteil des Rechnungshofs umsetzen, das besagte, dass eine lokale Gesundheitsbehörde Betrugsopfer eines Arztes war und ihm zu viel Geld gezahlt hatte. Dieses Geld sollte ich zurückholen. Der Auftrag erging 2012, danach war ich mehrfach aktiv und habe dann 2014 die Rechnung geschrieben, die über die Buchhaltung der Firma lief. In 2015 gab es dann die Zahlungsbevollmächtigung und meine Rechnung wurde 2015 gezahlt und kam dann in meine Steuererklärung. Als Berufstätiger versteuert man Einnahmen. Rom scheint von Mafiageldern durchdrungen zu sein. Kriminelle Organisationen sind überall und haben Komplizen in der Politik. Wie kann das geändert werden und vor allem was tun, um nicht darin verwickelt zu werden? Zuerst muss das Gesetz angewendet werden. Bei Ausschreibungen müssen existierende Regeln für öffentliche Ausschreibungen angewendet werden. Das wird allen Unternehmen, die für Rom arbeiten möchten, die Gelegenheit geben, in allen Sektoren ihre Angebote der Gemeinde vorzulegen. Und das ist die Chance für das beste Angebot, den Auftrag zu gewinnen. Sie sprechen von öffentlichen Ausschreibungen, aber das Problem ist die Infiltrierung der Mafia. Es ist nicht einfach, kriminelle Organisationen auszuschließen. Wir müssen alle Möglichkeiten, die wir haben, anwenden. Zum Beispiel die Anti-Mafia-Zertifikate. Die Antikorruptionsbehörde hat bereits angekündigt, Roms Verwaltung zu unterstützen. Nach einem Bericht ihres Präsidenten Cantone sind von 1.500 überprüften Verträgen, also etwa 10% aller Verträge, rund 90% nicht gesetzeskonform und dazu auch gegen jeden gesunden Menschenverstand. Die Verwaltung hat jahrelang versagt und muss nun wieder auf den Pfad der Tugend gebracht werden.
Roms Vororte sind zu einem Ort sozialer Ausgrenzung geworden. Einige europäische Städte überdenken dieses Modell, das nicht funktioniert und Ghettos schafft. Ich denke an Städte wie Amsterdam und Hamburg, wo der soziale Wohnungsbau einen sozialen Mix schaffen will. Ist es dafür in Rom zu spät? Nein, durchaus nicht. Aber Rom muss sofort damit beginnen, die Vorstädte mit dem Zentrum zu verbinden. Und mit Vorstädten meine ich nicht nur die Peripherie unserer Stadt, ich meine alle Bereiche, die außerhalb des unmittelbaren Zentrums liegen und die von wichtigen Diensten abgeschnitten sind, wie Transportwesen, Bürgerdienste oder auch Kinos und Theater. Diese Vorstädte sind zu Schlafsälen geworden und außerhalb dieser Schlafsäle haben wir leere Apartmentblocks. Es ist nicht zu spät, aber wir müssen handeln. Wie können Sie denn handeln mit dem Budget, das Rom hat? Die Verschwendung muss aufhören. Ich habe dieses Interview mit einer Gratulation begonnen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich gratulieren sollte. Denn eine so komplexe und komplizierte Stadt wie Rom zu regieren, ist eine beängstigende Aufgabe. Haben Sie keine Sorge, dass, wenn etwas mit dieser römischen Erfahrung schiefgehen sollte, die ganze Fünf-Sterne-Bewegung davon betroffen wäre? Ich glaube, dass bei dieser Wahl die Bürger, insbesondere in Rom, klar gemacht haben, dass sie sich für einen Wandel der Stadt einsetzen. Und ich denke, diesen Willen sollte man nicht unterschätzen. Während dieser letzten 3 Jahre in der Opposition, während der letzten 3 Monate des Wahlkampfes, habe ich immer gesagt, Rom wird sich ändern, wenn sich die Römer ändern. Wir werden alles schaffen, wenn wir zusammenhalten. Ich vertraue darauf, dass wir positive Erfahrungen machen werden. Es wird etwas dauern, denn wir haben keinen Zauberstab und sie übergeben uns eine Stadt in Trümmern. Trümmer, wirklich. Aber ich habe großes Vertrauen, dass wir nach und nach den Strom aus dieser Maschine nehmen können, die an die Wand zu fahren scheint, und sie dann wieder aufs Gleis setzen in Richtung auf eine Zukunft, in der die Bedürfnisse der Bürger wieder im Zentrum der Politik stehen. Nach Paris und Madrid gibt es einen weiteren weiblichen Bürgermeister in einer europäischen Hauptstadt. Bloßer Zufall? Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen für Veränderung. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen bereit sind, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen. Und ich hoffe, das ist ein erster Schritt Richtung Genderpolitik. Eine Politik, die zunehmend Missfallen erregt und die wieder auf die öffentliche Agenda muss. Grazie al Sindaco di Roma, Virginia Raggi. Grazie a lei. Grazie a lei.